Guten Morgen, Leute. Ja, heute ist Tag 4 meiner Petersilienkur und somit auch der letzte Tag. Sprich, ich habe jetzt noch genau die Petersilie hier stehen für einmal. Und ja, was kann ich sagen? Wie fühle ich mich? Ich habe wieder super gut geschlafen, also ganz normal. Jetzt nicht überdurchschnittlich gut, aber wirklich kann man sich nicht beschweren. Heute ist ja Sonntag. Ich habe mich jetzt auch hier schon direkt in mein Sportoutfit geschmissen. So ein bisschen daheim. Einfach nur ein T-Shirt, eine Sporthose. Ich fahre jetzt gleich zum Sport. Ihr könnt es nicht glauben, ich habe mich ja heute wieder auf die Waage gestellt. Ich stelle mich sonst nie täglich auf die Waage, wirklich nicht. Weil es mich im Grunde nicht interessiert. Ich mache da mehr so den Hosencheck immer. aber für diese Kur habe ich mir gedacht, um das euch so ein bisschen auch vom Gewicht. Ich dachte eigentlich gar nicht, dass sich das Gewicht überhaupt irgendwie beeinflussen ließe. Ich habe das ja wegen meiner Haut überwiegend gemacht. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es sind wieder 800 Gramm runter. Es ist also von gestern auf heute, ist es echt, echt extrem. Fragt mich nicht, was da los ist. Ich habe jetzt schon über ein Kilo verloren in 3 Tagen. Und das bei meinem Körpergewicht. Also es ist ja so, wenn man ein bisschen weniger wiegt, dann ist es auch so, dass man proportional ein bisschen schwieriger Gewicht verliert, ne? Weil man ist ja schon von der Kalorienmenge weiter unten als jetzt bei einem Menschen, der vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat. So jetzt nur der Unterschied. Und für die 3 Tage über ein Kilo, Leute, ist es echt, echt extrem. Naja, und Leute, da heute ja Sonntag ist, heute ist No-Make-Up-Tag. Sprich, die Augen sind ein bisschen geschminkt, aber sonst versuche ich wirklich, meine Haut auch am Wochenende ein bisschen zu schonen und sie ein bisschen atmen zu lassen, ja? Also wundert euch nicht, dass ich ein bisschen anders aussehe. Ich werde euch morgen früh auch nochmal, nachdem der Tag heute vorüber ist, da nochmal ein Gesamtfazit, sprich Haut, sprich Gewicht, sprich sonstige Sachen, die mir aufgefallen sind in dieser Zeit, abdrehen. Ja, und heute Morgen ist ja Sonntag, das heißt, ich mache mir wieder eine Bowl, weil ich nicht den Smoothie mitnehmen muss. Ich habe also wieder ein bisschen länger Zeit. Vom Rezept her werde ich mich wahrscheinlich so an gestern halten, fand ich super, super lecker und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Fertig. Ja, sieht nicht ganz so lecker aus wie gestern, aber ich habe schon mal gekostet. Es schmeckt echt, echt gut. Jetzt nochmal mit Banane. Also ich habe es wieder so gemacht. Eine Banane ist drin. Eine Banane habe ich mir reingeschnibbelt. Also ich finde es echt lecker. Ich habe mir jetzt hier nochmal so, das ist gepoppter Amaranth. Genau, hab's nochmal nachgelesen. Das gepoppte Amaranth, den habe ich mir noch so drüber gekippt. Leute, weil mich so viele gefragt haben, was ich denn mit dem Rest von dem Smoothie mache, der jetzt da noch drin ist, der übrig geblieben ist, den esse ich natürlich auch oder trinke ihn halt auch. Also ich lasse hier nichts übrig, ne? Also es wird alles aufgefuttert. Leute, ich lasse es mir jetzt schmecken und wie gesagt, ich melde mich dann beim nächsten Mal mit einem Gesamtfazit von den 4 Tagen Petersilienkuh. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich fahre jetzt noch zum Sport. Alles, alles Liebe. Macht's gut. Bis später. Ach ja, übrigens, Leute, das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz sagen. Man sagt ja sogar, dass solche Bowls, also da, wo man eben den Smoothie dickflüssig hat und rauslöffelt, sogar einen Ticken gesünder sind für unser Verdauungssystem als jetzt ein Smoothie, habe ich gelesen. Und zwar hängt es mit der Vorverdauung zusammen. Also wenn wir was essen, dann ist ja der erste Akt, die Vorverdauung beginnt ja schon im Mund, indem wir das Ganze zerkleinern, ne? Also wir kauen es und dann schlucken wir es runter und dann wird es erst verarbeitet. Wenn wir einen Smoothie trinken, ist es schon so fein zerkleinert, dass der Magen gar keine Vorverdauung mehr durch das Kauen hatte.
Deswegen sagt man ja auch, dass man vielleicht den Smoothie auch so ein bisschen, ein bisschen stückeliger pürieren sollte, damit da noch kleine Teile sind, die man so ein bisschen kaut, damit der Körper schon mal mit der Vorverdauung beginnt und nicht erst im Magen dann denkt, oh, hoppla, was ist denn das? Ich dachte, das ist jetzt nur was zu trinken, jetzt kommt da hier so ein Brei daher. Also es ist, hat mit der Vorverdauung zu tun. Deswegen sind solche Bowls sogar für die, für unser Verdauungssystem und für die Verarbeitung von dem Essen sogar ein bisschen magenfreundlicher, sagt man. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Wir starten jetzt mit Elan in den Tag und sehen uns dann morgen mit einem Gesamtfazit, Leute. Ciao, macht's gut, bis später. Hallo Leute, ja, die Petersilienkur ist beendet. Ich habe 4 Tage lang in der Früh immer die Smoothies getrunken, beziehungsweise 2 Tage habe ich mir eine Bowl gemacht und gegessen. Jetzt mein Gesamtfazit, bin ich zufrieden? Das erfahrt ihr jetzt in meinem heutigen Video. Ja Leute, ich habe extra jetzt nochmal den Morgen am nächsten Tag abgewartet, um nochmal ein Gesamtfazit zu ziehen, sprich auch mich nochmal auf die Waage zu stellen, den Schlaf nochmal zu beurteilen. Ja, was kann ich sagen? Die Waage, kommen wir gleich zum Punkt, war heute um 100 Gramm wieder mehr. Aber Leute, ganz ehrlich, das sind Schwankungen, die sind ganz, ganz normal. Gesamtfazit ist, ich habe 1,2 Kilo in 4 Tagen verloren. Wie auch immer, ja, ob das jetzt pures Fett ist, war mit Sicherheit auch dabei, aber ich habe mich viel mehr bewegt, weil ich einfach total energetisch war und ich habe nicht anders gegessen, Leute. Also ich trinke in der Früh immer meine Smoothies, von daher war das jetzt nicht weniger Frühstück, was ich hatte, sondern das ist mein normales Frühstück, was ich sonst immer hatte, jetzt halt ersetzt durch die Petersilie. Von daher kann man jetzt nicht sagen, ich hatte weniger Kalorien zu mir genommen als sonst. Ich habe sonst wirklich ganz, ganz normal Mittag und Abend gegessen, so wie ich das immer in meinem Alltag mache. Ich habe auch nicht mehr Sport getrieben oder so. Also ganz, ganz normal. Ich hatte aber, Leute, viel mehr Energie. Also ich bin zwar nicht öfters zum Studio gerannt, zum Sport machen oder habe mich noch mal eine Stunde aufs Fahrrad gesetzt oder so, aber ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich bewegen. Selbst in der Arbeit saß ich dann da und wollte am liebsten loslaufen. Ganz komisch. Und als ich dann zu Hause war, fielen mir noch 100 Dinge auf, die ich noch dahin räumen und dahin stellen konnte. Und das wollte ich noch vorbereiten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe viel, viel mehr Energie gehabt. Das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen, weil wie gesagt, mein Hauptziel war es nicht abzunehmen oder mich mehr zu bewegen, sondern mein Hauptziel war eigentlich zu schauen, wie sich meine Haut in der Zeit entwickelt. Und da ist es so, wirklich auch super, super positiv. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht im Video. Ich komme mal ein bisschen näher ran, so. So sieht das Ganze jetzt aus. Fazit nach 4 Tagen. Ich bin ja so ein kleiner Spion. Ich beobachte mich und meinen Körper immer sehr, sehr aufmerksam. Sprich, ich gehe dann auch diesen Vergrößerungsspiegel genau an mich ran und schaue mir das an. Also was ist mir aufgefallen mit der Haut? Klar kann man in 4 Tagen jetzt keine Wunderwerke sich erhoffen, aber ich habe auf jeden Fall eine Besserung feststellen können. Und zwar Hautrötungen sind komplett weggegangen. Also die Haut ist wirklich viel, viel ebener. Ich habe das Gefühl, dass sie wieder so ein bisschen sich befreit hat von all den Sachen, die sich ablagern im Laufe der Zeit. Und ich habe jetzt irgendwie auch keine harten Stellen entdeckt, dass sich irgendwie neue Pickelchen oder so gebildet haben. Sprich, die Haut, die quasi in den 4 Tagen sich neu regeneriert hat, die war auch soweit pur und rein. Also kann ich von der Seite auch nur Positives berichten. Mehr habe ich mir in 4 Tagen ehrlich gesagt auch nicht erwartet, ne? Also eine Babyhaut in 4 Tagen funktioniert dann halt doch nicht. Sprich, man müsste das dann vielleicht wirklich auch länger testen und ihr werdet es nicht glauben, aber was hat sich jetzt die Frau heute schon geholt? So, hier haben wir wieder ein neues Büschel von der Petersilie. Sprich, ich bin so begeistert, dass ich das wirklich noch jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit einbeziehen muss in meine Smoothies, aber ich werde auf jeden Fall die Kur noch fortsetzen, weil es mir wirklich total gefallen hat. Ich werde mit Sicherheit
nicht das gesamte Büschel jetzt so stehen lassen und jeden Tag verarbeiten, sondern ich werde es klein schnibbeln und einfrieren und dann kann man das wirklich super, super verwenden für die Zukunft, für die Smoothies, ja. Leute, ich habe mir noch so ein paar Notizen gemacht, was sich noch verändert hat, um einfach ein Gesamtfazit euch zu geben. Was steht hier noch auf meiner Liste, dass ich nichts vergesse? Ja, mein Schlaf war die ganze Zeit über wirklich, wirklich gut. Also ich bin ja sowieso jemand, der keine Probleme hat einzuschlafen oder nachts überhaupt mit dem Schlaf. Aber es war wirklich sehr erholsam. Es war, ja, es war doch schon ein bisschen besser als sonst, muss ich sagen. Also ich wache doch schon manchmal ein, zweimal die Nacht auf. Das war jetzt wirklich überhaupt nicht der Fall. Ich bin nach 10 Sekunden eingeschlafen. Also auf einem sehr hohen Level, sage ich jetzt mal, wo ich mich befinde, was die Schlafqualität angeht, ist es doch noch mal ein bisschen erholsamer. Zumindest habe ich mich in der Früh immer ausgeschlafen gefühlt. Ich war nie müde oder so. Alles toll von der Seite. Was mir noch aufgefallen, vor allem in der Arbeit, alle sind zurzeit so am Husten, am Schnupfen haben und so ein bisschen Erkältungszeit ist zurzeit ja wieder. Ich habe mich super, super vital gefühlt. Ich hatte so viel Energie. Ich habe keinen Ansatz von irgendeiner Erkältung. Von daher glaube ich auch, dass die Petersilie in diesem Sinne förderlich ist, diese ganzen Krankheiten auch zu überstehen und sich nicht direkt irgendwie anzustecken bei einem Kollegen oder so, ne? Ja, Leute, also Gesamtfazit. Probiert das wirklich mal aus. Ich finde es so, so super. Also die Petersilie, ich habe mich da ja auch vorher eingelesen, hat ja nicht nur unheimlich viel Vitalstoffe, sondern eben auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A, Vitamin C, Beta-Carotin und Folsäure, Vitamin K. Ist eben auch eine ganz tolle Quelle für Mineralstoffe, sprich Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Mangan, Kalium ist auch noch mit drin, Schwefel. Also ich musste das jetzt so ein bisschen ablesen, aber Leute, ihr seht, das ist reichlich voller Vitamine, voller Vitalstoffe. Ist ein super, super Lieferant, wenn man einfach energiegeladen sein will. Wenn man vielleicht auch ein bisschen abnehmen muss, beziehungsweise abnehmen will. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es jetzt nicht als Hauptziel gesetzt, aber 1 Kilo oder 1,2 Kilo, muss man ja ehrlicherweise sagen, weniger ist doch super. Kann man sich wieder mal eine Pizza oder ein Eis gönnen, ja? Also da habe ich auch nichts dagegen. Ich finde immer, zunehmen ist viel, viel einfacher als abnehmen. Aus diesem Blickwinkel, Leute, ich kann diese Petersilienkur zu 1000 Millionen % nur empfehlen. Probiert das mal aus und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr so für Vorteile draus zieht. Ja, also was hat sich bei euch verändert, als ihr das gemacht habt? Das würde mich interessieren, ob vielleicht noch andere Sachen euch aufgefallen sind als mir jetzt. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch eine schöne Kur. Ja, macht das mal für den Frühling. 4 Tage sind wirklich nichts. Die sind wie im Flug vergangen. Und ja, ich sende euch alles, alles Liebe und vor allem einen Kuss. Ciao, eure Lana.